Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Die Sims 4, die schwarze Witwe. So, meine Lieben, ich habe mir überlegt, es wäre doch schön, wenn wir unsere kleine süße Maus ein wenig umstylen. Oder? Ihr fändet das bestimmt auch ganz toll, wenn wir unsere Melodie verändern würden. Und deswegen machen wir das jetzt. Ja, die schlafen hier alle. Die sind alle mittlerweile ins Bett gegangen. Und ja, im Übrigen kann ich noch nicht auf eure Entscheidung eingehen, weil ich diesen Part hier also direkt hintereinander aufnehme, so ein bisschen im Voraushalt. Oh, ich kann heute nicht reden, weil ich ja am Wochenende, vielleicht wisst ihr es ja, ich feiere am Wochenende und dementsprechend habe ich da echt viel zu tun, denn es kommen so um die 30 Personen sehr wahrscheinlich, wenn alle kommen. Wenn alle kommen, kommen 30 Personen und ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, wo ich die alle hinsetzen soll, aber egal. Vielleicht hätte ich in die Einladung noch mit reinschreiben sollen, mir bringt euch ein Sitzkissen mit, ey. So, ich möchte mal gucken, was wir hier so für Frisuren haben. Das fände ich zum Beispiel ganz süß. Also wir haben ja mittlerweile schon ein paar Frisuren für Kinder. Ich glaube, ich gebe ihr wirklich dieses mit diesem Haarschleifchen hier. Sieht ganz süß aus. Aber ich glaube, ich mache hier die Brille mal weg. Weil, warum sollte sie eine Brille tragen? Ne? Das ist ja jetzt nicht so, die Mutter trägt keine Brille, der Vater trägt auch keine Brille. Warum sollte sie dann eine tragen, ne? Oh, ich hätte lieber silberne Ohrringe für sie. Na toll, die sind dann schwarz, ja. Ja gut, nehmen wir die. So, noch eine Kette. Ja, eine Kette. Hier, Schmetterlingskette. Sehr schön. Passt natürlich jetzt gar nicht zu den Ohrringen irgendwie. Moment mal, da müssen wir doch noch mal gucken. Gibt es denn keine anderen Ohrringe? Warum gibt es so viel Gold, aber so wenig Silber? Das ist alles Gold. Und dann nur zwei silberne. Ist voll traurig. Dann nehmen wir halt hier diese. So, das passt besser. Das passt wirklich gut. So, und ein Outfit natürlich. Ja, da haben wir jetzt im Grunde nicht ganz so viel Auswahl, weil es kam schon sehr, sehr lange nichts mehr dazu. Aber ein paar Sachen haben wir ja zumindest. Wir könnten ihr wirklich so ein Kleidchen anziehen. Irgendwie was Schönes halt. Ja, das ist ein bisschen übertrieben. Für ein ganz normales Alltagsoutfit. Das wäre doch ganz nett. Sieht da eigentlich ganz schick aus. Naja, obwohl, dann irgendwie vielleicht auch doch nicht. Ich kann mich wahrscheinlich eh nicht entscheiden. Obwohl eigentlich doch sieht es ganz hübsch aus. Die Schuhe dazu sind halt kacke, ne? Oh, aber das wäre natürlich eine Kombi mit dann noch diesen Söckchen. Dann hier diese Schuhe vielleicht. Oder vielleicht andere. Mal gucken. Was haben wir denn noch? Ja, das sieht ein bisschen doof aus mit den Socken, ne? Nee, ich glaube, dann nehmen wir wirklich diese Schüchen vielleicht. Ich guck noch mal wegen den Socken, was wir hier für Sockenfarben haben. Vielleicht einfach so weiß mit blauen Schleifchen. Das wäre doch voll süß. Ich fände das voll süß. Ich finde diese Socken total süß. So, was haben wir hier? Na, hier haben wir leider gar nicht viel. Ne? Hier haben wir halt diese Armbänder. Könnten wir vielleicht in Blau nehmen. Und das war es eigentlich schon. Aber okay. So, dann gucken wir mal bei Abendkleidung. Da kriegt sie jetzt auch ein schniekes Kleidchen an. Vielleicht ja dann wirklich mal hier dieses, weil es ist immerhin Abendkleidung. Obwohl, das finde ich ein bisschen zu dunkel für sie. Ich hätte jetzt gerne was in Blau genommen, aber da das hier so blau-schwarz ist,
finde ich das zu dunkel, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ja, ich glaube, dann bleibe ich eher bei dem Grünlichen hier. Da muss ich natürlich die Schuhe einmal ändern. In grüne Schuhe, um Gottes Willen. Machen wir diese Schuhe. Und dann kriegt sie noch nichts dazu anscheinend. Keine Kette, nix. Na gut, komm, wir können ja mal wegen der Kette und wegen den Ohrringen gucken, dass wir hier vielleicht passende Ohrringe zugeben. Vielleicht das. Ja, ich würde, glaube ich, eher dieses Grün nehmen, wirklich. Und dann noch eine Kette. Ja, das sieht man natürlich nicht so toll. Das ist schon besser. Okay, ja, das geht, das geht. So, Sportklamotten. Gott, was haben die mit dem Kind gemacht? So, Sportklamotten. Da müssen wir mal gucken. Eigentlich ist das T-Shirt schon nicht schlecht, aber was hätten wir denn sonst noch? Langweilige T-Shirts, alles klar, dann nehmen wir das. Nehmen wir in Blau. Ihre Farbe ist Blau, auf jeden Fall. Sind natürlich ziemlich viele Blautöne, aber. Oder wir geben ihr so eine Hose. Genau, das ist cool. Moment, die Socken müssen mal weg. Das geht echt gar nicht. Ich muss erstmal so gucken. Hier, das ist cool. So, jetzt können wir noch mal gucken wegen Socken. Ich verstehe das immer nicht, warum die Sims-Kinder hier zwei verschiedene Socken immer haben. Echt? Habe ich noch nicht so ganz verstanden, was der Sinn soll. Aber okay. Ich sag nichts. So, Abendgarderobe. No, da hat sie dieses Outfit an. Aber ich weiß nicht, als Schlafanzug. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich finde das als Schlafanzug, finde ich das ein bisschen übertrieben. Hier, wir könnten das hier ja mal nehmen. So Flower Power mäßig. Obwohl, das hier ist ja auch Flower Power. So, mal gucken. Haben wir noch eine passende Hose dazu? Hier. Das sieht cool aus. So, Schuhe brauchst du nicht. Das sieht schön aus. So, was haben wir hier? Party ist das, ne? Ausgehkleidung. Ja, da hat sie eine Mütze auf dem Kopf. Wer macht denn sowas? Echt mal, Computer oder Spiel. Das geht doch nicht. Das kann man doch nicht machen. So, ich würde sagen, da nehmen wir dann mal dieses hier vielleicht. Mal gucken, in welcher Farbe. Vielleicht einfach so ganz neutral, ohne Muster. Obwohl, das sieht dann irgendwie ein bisschen langweilig aus, ne? Wir gucken mal hier. Das sieht auch schön aus. Ich kann mich nicht entscheiden. Oder ich gebe dieses Kleid. Tja, ich weiß nicht. Das Ausgehkleid. Das ist gerade irgendwie, obwohl, das wäre eigentlich ganz cool, ne? So als Ausgehkleid. Oder ich gebe ihr doch das hier. Oder das. Geben wir ihr das. Genau. Auch in der Farbe. Ich finde, die Farbe passt ganz gut gerade zu ihr, oder? Oder wir machen es so rum. Aber so finde ich es irgendwie schöner bei ihr. Ja, das gefällt mir besser. Okay, dann machen wir das. Und dann noch ein paar Schuhe dazu. Machen wir schwarze Schuhe. Passt zu allem. So, sollen wir da jetzt wieder diese Socken benutzen? Aber in welcher Farbe? Nee. Nee, ich glaube, hier sind die Socken dann doch doof. Kriegt sie keine Socken. Genau. Oder so eine Strumpfhose. Ja, so eine Strumpfhose wäre okay.
Ja, genau. Machen wir das. So, Badeklamotten haben wir da eigentlich auch. Ja, hier haben wir ein bisschen was. In Blau. Ja, guck mal, das geht doch. Mehr braucht es ja im Grunde auch nicht. So, wir haben sie umgestylt auf jeden Fall. Yeah. Hat ja jetzt auch nur den halben Part gedauert, ne? Aber das ist nicht schlimm. Sowas muss halt zwischendurch auch mal sein, finde ich. Und da wir ja hier nicht bei der 100 Baby Challenge sind, wo die Kinder ganz schnell raus sind, habe ich mir gedacht, sollten wir sie auf jeden Fall auch mal ein bisschen umstylen, damit sie halt auch ein bisschen hübsch aussieht. So, ich denke, das habe ich geschafft. Ich hoffe, ihr seid damit zufrieden. Und dann können wir jetzt auch weiterspielen. Yay! So, da sind wir wieder. Und die Kleine ist beschämt. Ich weiß überhaupt nicht warum. Sehr, oh, weil sie sich angepieselt hat. Echt? Wann das denn? Wann hast du dich denn angepieselt, meine Süße? Wie hast du das denn geschafft? Und wo vor allem? Keiner weiß es. Die war doch am Schlafen. Ja, ich weiß es auf jeden Fall auch nicht, weil ich war natürlich so blöd, hatte das Spiel geöffnet. Ach, hier hat sie hingepieselt. Ich habe das Spiel geöffnet und das Spiel war dann nicht auf Pause, nachdem es geöffnet wurde. Und normalerweise ist es immer auf Pause. Diesmal halt nicht. Und dann war ich aber noch eben in der Küche und habe mir einen Tee gemacht. Und als ich wieder zurückkam, sind hier voll die Sachen anscheinend passiert. So, alle sind glücklich. Das ist doch wunderbar. So, jetzt können wir aber eigentlich. Moment, wieso ist sie eigentlich wach? Sie müsste eigentlich ins Bett. Naja, lassen wir sie noch eben essen. Dann ist sie wenigstens vollgestopft und kann vollgestopft ins nicht mehr Bett. Na super. Da ist gerade jemand reingegangen, aber sie muss jetzt ins Bett. Also raus da aus dem Bett. Das ist mein Bett. Hallo. Okay. Die macht gerade gar nichts. Ah, jetzt. Okay, jetzt hat's geklappt. So, schlafen. Ja, die verschwindet gleich schon wieder. Die ist gleich wieder weg. Ja, schön. So, die schlafen auch. Eigentlich könnten die aber mal aufstehen. Genau hier. Du kannst ja mal direkt für alle Essen machen. Bist hier so der der Kochsklave sozusagen. So, Macaroni und Käse gibt's zum Frühstück. Ihhh. So, sie hat auch Hunger. Sie nimmt sich was aus dem Kühlschrank. Naja, gut. Und er ist noch am Schlafen. Aber er könnte ja eigentlich auch aufstehen. Dann können sie alle zusammen frühstücken. So, Moment, 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 Moment. Hier, das kannst du mal aufräumen, bitte. So, du machst das Essen. Oh, er ist sehr wütend. Oh, jetzt ist er wieder glücklich. Wo räumst du denn überall auf? Ach, wir haben keinen Mülleimer in der Küche, ne? Ja, gut. Dann muss es halt so sein, ne? So, er sitzt jetzt hier und, ach Gott, er ist so sexy. Schaut euch das doch mal an. Schaut euch mal an, wie er hier am Grinsen ist. Wartet mal, ich habe gesagt, die Eltern hätten keine Brille oder hatte Martin doch eine Brille? Ich weiß gar nicht. Boah, er hat die flammige Unterhose an, ey. Meine Güte. Meine Herren. So, dann isst doch jetzt auch dein Fischtaco. Nebenbei kannst du ihn ja ein bisschen hier aufreizend posieren und so. Und schmutzigen Witz erzählen. Und. Anmachspruch.
Komm, irgendwas muss doch gehen. Melody muss in einer Stunde zur Schule. Ja, das kriegen wir hin. Er setzt sich gar nicht zu denen, sondern setzt sich nach draußen. Na, Bonza. Ho, Lieber Hanna. So, ein bisschen flirten geht auch noch. Und dann könnten wir ihn ja auch mal fragen, ob er Lust hat, unser Freund zu sein. Weil das darf ich ja. Freund sein darf er. So. Mumasarba. Mwah. Oh. Oh, ja, te welk, Shirsha. Meine Güte. Oh, bemäuse So, das kommt mal in den vielleicht. Kühlschrank. Und für den nächsten Part muss Martin dann wahrscheinlich sein Leben lassen. Ja, meine. Oh, hier ist ja was kaputt. Das kann Martin ja mal noch eben. Nein. Reparieren. So, und dann würde ich sagen, ich mache an der Stelle erstmal wieder einen Cut. Oh mein Gott, wie das hier bei denen direkt schon abgeht. Hör doch mal auf zu essen. Mach doch mal wichtigere Sachen. Oh, er muss in einer Stunde bei der Arbeit sein, siehst du? Deswegen wichtigere Sachen. Wabadoo. Oh. Da, wie sie sich freut, so, yeah, ich kriege ein Abe. Ne? Ah, Torf Ganscha. So, gibt's hier jetzt noch ein Techtelmechtel oder nicht? Lenarg. Oh, Mustisch. Aragaba. Savoim. Aflin. Nicht plaudern, Techtelmechtel machen. Das machen die gar nicht mehr. Komm, einmal Techtelmechtel, bevor er zur Arbeit muss. Yalig, Unga? Hey. Und er kriegt nichts mit, ne? Er weiß gar nicht, was da vor sich geht. So, hä, die beiden gehen nach oben? Das ist ja merkwürdig, ich räume mal hier auf. Ne? Ja, selbstsicheres Aufräumen hier. Das am frühen Morgen. Oh, jetzt will er sie umarmen. Na, gleich willst du sie nicht mehr umarmen, wenn du das siehst. Aber komm mal ruhig hoch. Du kommst doch hoch, oder? Nee, er kommt nicht hoch. Jetzt will er lieber Fernsehen gucken. Ich würde mal sagen, wir schicken ihn jetzt mal einfach ganz ohne Hintergedanken, schicken wir ihn hier in das Zimmerchen rein. Okay. Ich dachte gerade schon, das interessiert ihn nicht, aber doch. Oh, auf frischer Tat ertappt. Oh, jetzt wurden sie unterbrochen. Und sie tut einfach mal so, als würde sie schlafen. Ja, ich gehe da mal arbeiten, ne? Oh. Björn. Ja, habe ich, ne? Ohrfeige und umarmen. Okay, das ist mal eine Kombi. Aber sie steht nicht auf gerade. Wartet mal. Nö, doch jetzt. Elia ist zur Arbeit gegangen. Sehr schön. Wie geil ist das denn so? Hier, ich schau dich und dann auf einmal, ich bin so toll. Oh Mann. Okay, meine Lieben, jetzt muss ich aber wirklich mal einen Cut machen. Ich würde sagen, wir sehen uns in einem neuen Part wieder. Bis dahin. Tschüssi. Wie, du willst dich versuchen zu beruhigen? Nö. So, also bis zum nächsten Mal. Tschüssi.